So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Immer noch draußen ist es so heiß, ich traue mich gar nicht raus. Aber wir sind angelangt bei Kapitel 2 von 4 von der Team Rocket Spezialforschung. Deine Pokémon sind schon stärker geworden. Gut gemacht. Beim Besuch eines Pokestops mit Spark wurden wir von jemandem, der einer Organisation namens Team Go Rocket angehört, zu einem Trainerkampf herausgefordert. Es hat sich herausgestellt, dass Team Go Rocket dabei ist, die Ressourcen von Pokestops zu stehlen, und zwar mit Hilfe von Pokémon, die von einer dunklen Aura umgeben sind. Sie werden Krypto-Pokémon genannt. Glücklicherweise haben wir den Kampf gewonnen und danach hat Team Go Rocket einfach seine besiegten Krypto-Pokémon zurückgelassen. So eine Schweinerei. Jetzt schauen wir mal, was es da für Aufgaben gibt. Fange 2 Krypto-Pokémon, besiege 3 Team Go Rocket Rüpel. Kapitel 2 von 4, da gibt es wieder mal 2000 Staub, 2000 Erfahrungspunkte, 5 goldene Bären. Wir schauen mal hier in die Umgebung, ob da irgendwo was ist. Hier sehen wir schon ein Stop. Hanseatisch-Süddeutsche Zentraleisenbahn, die sind ja immer eine halbe Stunde da. Also mal gucken, ob wir das schaffen, da hinzugehen. Wo haben wir noch einen? Hier vorne ist noch einer an. Na, drück halt drauf, Junge. Da geh halt nicht. Ich glaube, ich gehe einfach mal raus. Dann finde ich das bestimmt besser. Und der dritte? Ja, da oben ist auch noch einer. Wir machen uns mal auf den Weg nach draußen und gucken mal, ob wir die mitnehmen können. 3 Rüpel besiegen, 2 Krypto-Pokémon fangen und sehen uns dann am Stop wieder. So, wir sind also hier angekommen am ersten Stop. Ihr seht, da ist der Rüpel schon erschienen. Wir drücken jetzt mal hier drauf. Müssen den natürlich drehen, dass das aktiviert wird. Da ist es schon, habe ich ja die Tage schon mal gezeigt. Und jetzt geht es natürlich in den Kampf. Ich weiß jetzt vorher nicht, was da kommt. Feuerteam, Feueratem. Also denke ich mal, ich nehme am besten Wasser. Ich stelle euch jetzt aber mal hier ab, wähle mir irgendwas aus und guck mal, was passiert. So. Was nehmen wir denn? Natürlich jetzt sehr einfallsreich, einfach dreimal Kyogre zu nehmen. Hoffentlich war das kein... Nee, müsste so klappen. Ist alles Feuer, kann man einfach draufhauen. Los, los, los! Gibt's, denke ich mal, eh am Ende wieder ein Glumanda. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Dann kann man ja jetzt eh nicht mehr tauschen, also ist gut, wenn man sich selber welche holt. Da ich immer zu nur... wie heißt Schicki bekommen habe. So, den hauen wir auch mal kurz weg. Das Glurak sieht auch richtig genial aus. Als Shadow Pokémon. So, alle 3 sind tot. Das war eigentlich trotzdem nicht schwerer als sonst, aber ich glaube, das Fangen ist schwerer, weil die nur noch eine 5% Chance haben. Jetzt müsste es also ein Glumanda geben. Wenn ihr alles mit einem Pokémon schafft, dann kriegt ihr auch nochmal 3 Bälle, falls noch 3 am Leben sind. Jetzt müsste ich 2 dafür kriegen, plus irgendwas anderes besiegt. Ja, ihr seht schon, 4 Bälle nur. Sonst waren es immer 5, weil bei verbleibenden Pokémon waren 3 dabei. Aber wenn ihr eure Medaille ein bisschen pusht, Held und Erlöser, kriegt ihr da auch nochmal Zusatzbälle. Und jetzt haben wir nur 4 Bälle, aber das ist ja auch ein kleines, das müsste jetzt also auch gut drin bleiben. Ich probiere es mal, wenn ich es festhalte. Sogar mit Wetterboost. Normal ist das ja Level 1 bis 5. Mit Wetterboost kann es also Level 6 bis 10 haben. Ja, der Ramses, der ist schlau, ne? Der weiß es nämlich alles. Jetzt fangen wir das ein. Ist beim ersten drin. Wunderbar. Das lassen wir auch jetzt so. Ich will eigentlich eh alle Bösen fangen. Und müssen noch 2 andere Rüpel verprügeln. Ja, die IV sind jetzt halt nicht so krass, wissen wir ja. Und gucken uns mal den nächsten Stop an. Ganz da hinten ist auf jeden Fall einer, wie ihr seht. Na? Ich hab's heute mit dem Draufdrücken an der Steinquelle. Hier vorne sind sogar 2. Wir laufen also mal in die Richtung. Da können wir gleich die restlichen beiden mitnehmen. Da oben ist noch einer. Da hinten sehe ich auch noch einen. Also
Dort sind auch, da sind drei, da ist noch einer, vier. Also es geht richtig ab. Am Anfang jetzt während der Spezialforschung haben die das sicherlich erhöht. Wir laufen jetzt mal hier hinter die Caritas Gas und holen uns die zwei nächsten ab. So, wir sind am zweiten angekommen, wie ihr seht. Der dritte ist auch gleich daneben. Ich kann, wenn ich hier drauf drücke, habe ich den wahrscheinlich auch noch. Genau. Jetzt wird der mir angezeigt. Wir nehmen erstmal den. Diese Gewässer sind trügerisch, also die verraten euch im Prinzip, was sie für Pokémon haben. Wenn die jetzt mit Shiggy wieder kämpfen, schon wieder Shiggy, der hängt mir zum Hals raus. Nehmen wir mal Elektro. So. Nehmen wir mal hier, hier, hier. Greifen einfach an, das müsste auch fix gehen. Wir stellen euch wieder hier ab und melden uns gleich zurück. Schönes Wetter, was will man mehr? Spezialforschung, die Leute sind gehypt und alle sind auf der Suche nach Relaxo, glaube ich. Und der Ramses ist erkältet, das muss natürlich sein bei dem Wetter. Bei dem Wetter muss man immer erkältet sein. Gegnerische Attacke, ja, die können wir ja mal abwehren. Ich sehe schon, ich schaff's wieder nicht mit einem. Hätte ich lieber mal die Attacke draufgehauen, dass das umfällt. Aber nochmal setzt sie nicht ein, hoffe ich, dass ich schneller bin und kann die gleich in den nächsten Kampf mitnehmen. Und dann ist die nächste auch schon voll. Also wenn es so klappt, klappt es bestimmt nicht. Boom, toll, nicht sehr effektiv. Das war ein Schuss in den Ofen. Ich meine, es hat zwar geklappt mit der Attacke, dass sie gleich startklar ist, aber das ist ja vom Typ Boden. Also ist das gar nicht so sinnvoll, was ich da wieder mal ausgewählt habe. Wir hauen einfach mal weiter drauf. Stromstoß ist ja schon wieder voll. Und das Raikou gibt eh gleich den Geist auf. Als ich letztens mit Boden-Pokémon gekämpft habe, habe ich es übrigens auch geschafft, immer schön einfach fabelhaft zu kriegen bei der Ladeattacke. Beim Raikou und dem ist es aber nichts. Jetzt müsste es eigentlich wieder klappen, dass das sehr effektiv ist, aber jetzt habe ich die Attacke komplett verkackt und gleich fällt es um. Außer, ich kann ja schnell wechseln, vielleicht habe ich ja dann immer noch drei. Ne, ich glaube, es hat es gerade besiegt. Toll, ging nicht so schnell. Ich hätte ja bei der Hälfte eigentlich wechseln können und dann weiter draufhauen. Dann habe ich ja eigentlich auch einen Ball mehr, weil ich ein Pokémon mehr übrig habe. Wieder mal nicht nachgedacht. Und wir wischen, was das Zeug hält. Das war sehr effektiv. Das ist auch down. Und ich denke mal, wie gesagt, jetzt gibt es ein na, Shiggy mit. Na gut, ist ja eh schlecht. 6 von 10, da geht's ab. Da haben wir bald alles voll. Wieder 4 Bälle. Hätten wir uns das eine 4 aufgespart. Das Shiggy nehmen wir noch mit, gehen wieder auf Nummer sicher, wir haben ja genügend goldene Bären. Hauen das mal da rein, hauen den Ball da drauf. Oder daneben. So, das haben wir. Ich weiß nicht, ob wir uns woanders noch hinstellen können, dass wir hier niemanden belästigen, was wir eh die ganze Zeit schon machen, aber da brennt überall die Sonne. Und hier ist das Fenster wenigstens zu. Wir bleiben einfach noch kurz hier. Und gucken, dass wir den hier noch mitnehmen. Dann haben wir den letzten nämlich auch gedreht und gemacht. Wir sind gespannt, diese Gewässer. Also wieder mal Shiggy. Wir nehmen wieder Elektro und machen das Ganze nochmal. Haben jetzt nicht geheilt, ihr seht, das ist anders wie bei PvP, ihr müsst sie trotzdem heilen danach. Ist also wie bei Raids und wir hauen jetzt da einfach nochmal drauf. Jetzt habe ich wieder bei dem Boden-Pokémon nicht aufgepasst, da hätte ich doch was anderes nehmen sollen. Aber das Shiggy trotzdem kein Problem. Obwohl ihr seht, jetzt statt Morabell gab es Shillock. Also ist trotzdem immer ein Unterschied. Dafür am Ende Sumpex. Nach der Spezialattacke wechseln wir mal kurz, um zu gucken, ob das funktioniert, dass wir das retten können.
wenn wir das eben nicht im Kampf verrecken lassen. Gehen mal hier auf Raikou. Ihr seht oben immer noch drei Bälle, also würde ich euch empfehlen, bevor das down geht, ab der Hälfte oder so, wechselt ruhig mal euer Pokémon, dass ihr immer diesen einen Ball noch dabei habt, dass ihr bei jedem Teil 5 mindestens habt, wenn ihr dann die Medaillen noch pusht, dann habt ihr ja sowieso mehr Bälle, aber gerade für den Anfang wäre es sinnvoll, eben mit 6 Stück, mit 5 Stück immer zu kämpfen, 5 Versuche zu haben, um zu fangen. Ramses kann halt nicht denken und reden gleichzeitig, während er noch kämpft. Ja! Und da ist immer noch was übrig, unglaublich. Was ein Brocken, da haut ihr 100-mal drauf. Zum Glück haben wir auch 2 Schilde, die wir immer einsetzen können. Die nutzen wir jetzt hier. Lehmbrühe. Richtig gute Attacke. Und ein letztes Mal, das wäre jetzt, glaube ich, eh gleich down gewesen, aber wir nehmen doch mal alles mit. Und wir haben trotzdem nicht einfach fabelhaft geschafft. Das schaffe ich nur bei Boden. Erwischt ihr nämlich immer auf derselben Stelle rum und dann passt das. So, jetzt können wir theoretisch wieder davor. Können uns mal bewegen, ein Stück laufen. 500 Staub gab es auch. Achso, fangen muss ich noch. Moment. Hier ist die Tür zu. Bleibt mal hier stehen. Und jetzt seht ihr, habt ihr die 5 Bälle bekommen. Also bevor eins down geht, wechselt lieber und macht mit einem anderen weiter. WP 37. Richtig genial. Das nehmen wir mit. Großartig getroffen. Pff, sind bestimmt 40 Grad. Ich sag's. Alles drin, alles erster. Ich glaube, Probleme gibt es wirklich nur, wenn Relaxo oder irgendwas auftaucht. Das ist bestimmt schwerer zu fangen. Da jetzt auch fertig und jetzt gucken wir noch mal hier rein. Bla 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 bla. Jetzt hat er das gleiche noch mal geredet und wir holen die Belohnungen noch schnell ab. Es sind noch 2 Stück. Ein Rettan, auch typisch für Team Rocket natürlich. Die können wir dann aber mal bewerten. Die anderen bewerten wir jetzt mal nicht. Die sind sowieso meistens schlecht. Aber das aus den Belohnungen können wir bewerten. Also das Rettan und das zweite. Vielleicht ist das zweite ja ein Smogon. Wird auf jeden Fall gut dazu passen. Und, naja, kann man eigentlich auch direkt wegschicken. Wir holen das noch ab und ein Smogon! Als hätte ich es nicht geahnt. Ramses der Hellseher, ne? Ist wo, wenn du das siehst? Schreib es mal in die Kommentare. Ramses der Hellseher. Oh, wäre ich lieber da vorne stehen geblieben, da konnte ich das wenigstens schön abstellen. Das ist ja noch gar nicht drin, der Louis. Und er guckt immer so freundlich, so fröhlich, so begeistert, mit seinem breiten Lächeln. Unschnell bewertet. 15 KP wenigstens, gut, kann man so lassen. Wir holen die restlichen Belohnungen noch ab. 2000 Sternenstaub, 2000 Erfahrungspunkte und 5 goldene Himbeeren. Das war's also mit Kapitel 2 von 4 von der mysteriösen Entdeckung, wie auch immer es heißt, von der Team Rocket Forschung. Wir melden uns zurück bei Kapitel 3 von 4. Ach so, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, meine ich natürlich.